Wie viele Urlaubstage sind denn in den USA gesetzlich vorgeschrieben? Einen wunderschönen guten Tag und hallo aus Los Angeles, wie man auf Französisch sagt. Glaube ich zumindest. Aber wisst ihr, wer ganz sicher nicht weiß, ob das stimmt? Amerikaner. Denn Amerikaner sind dumm und ungebildet. Schon mal gehört? Schon mal selber gesagt? Ja, der geringe Bildungsgrad, sehr schlechte Allgemeinbildung und allgemeine Ignoranz gegenüber allem, was sich nicht innerhalb der Grenzen Amerikas abspielt. Das ist wohl eins der größten Vorurteile gegenüber dem amerikanischen Volk. Aber stimmt das wirklich? Wie immer, das heutige Video ist ein Resultat meiner Erfahrungen kombiniert mit zusätzlicher Recherche. Ich kann immer falsch liegen, ich kenne nicht jede einzelne Person in den USA und mache auch Fehler. Ich lebe aber hier seit mehr als 7 Jahren und konnte mir, denke ich, ein ganz gutes Bild darüber machen. Irgendwo kommen Stereotypen und Vorurteile ja her. Und manchmal ist ein Funke Wahrheit daran, der allerdings dann oft brutal verallgemeinert und zu einem lodernden Feuer der Ignoranz wird. Und das trifft auf das heutige Thema auch ganz gut zu. Ja, schlechte Bildung und Ignoranz ist ein Problem hier in den USA. Aber es ist lange, lange nicht so, wie es gerne von anderen Ländern, inklusive Deutschland, dargestellt wird. So wie auch nicht jeder Deutsche ein pünktlicher, effizienter, disziplinierter, kleinlicher, humorloser und neidischer Miesepeter ist. Man kann nicht ein ganzes Volk von 330 Millionen Menschen über einen Kamm scheren, so wie es in niveaulosem Clickbait-Journalismus und TV-Sendungen gerne mal propagiert wird. Das wäre so, wie wenn man sich Bauer sucht Frau, Berlin Tag und Nacht und dazu eine Reportage einer rechtsextremen Demo in Berlin anschaut und dann sagt, so sind die Deutschen also. Aber Negatives verkauft sich eben gut. Ich gehe zum Beispiel davon aus, dass aufgrund meiner Titelauswahl heute mehr Menschen auf dieses Video klicken als bei meinen Videos, die einen positiven, sachlichen Titel haben. Leider. Mit dem Unterschied, dass ich heute versuchen werde, dieses negative Statement so gut wie möglich aufzuklären. Erstmal, zwischen Intelligenz und Bildung liegt ja ein großer Unterschied. Ich glaube, der ist jedem klar. Und dass Amerikaner allgemein dumm sind, ist absoluter Quatsch und ganz einfach ignorant. Und auch was Bildung betrifft, ob Stanford, Harvard, MIT, Princeton, Yale oder Columbia, viele der besten Universitäten der ganzen Welt befinden sich in den USA und ein großer Anteil der einflussreichsten und revolutionärsten Tech-Firmen wie Apple, Google, Microsoft, Meta, Twitter, Amazon und ein großer Anteil der Menschen, Unternehmen und Produkte, die täglich für eure Unterhaltung sorgen, stammen aus Amerika. Mal von ethischen Fragen, was manche der Firmen betrifft, abgesehen und dass einige der Arbeiter und schlauen Köpfe, die dort arbeiten, aus anderen Ländern importiert sind, um in diesen Unternehmen zu arbeiten, beziehungsweise diese zu gründen und zu führen, um in Orten wie Silicon Valley oder Silicon Beach hier in LA zu bestehen, muss man mit erstklassiger Bildung und Intelligenz gesegnet sein. Auch aus eigener Erfahrung habe ich hier sehr viele gebildete, weltoffene, interessierte, intelligente Menschen kennengelernt. Es gibt hier wie in jedem Land ein großes Spektrum verschiedener Menschen. Kommen wir aber zum Funken Wahrheit in diesem Vorurteil. Es stimmt, dass zumindest in einem gewissen Maße und einem größeren Ausmaß als in manch anderen Industrieländern teilweise eine unterdurchschnittliche Bildung oder ein limitiertes Weltbild unter der Bevölkerung der USA herrscht. Und das hat meiner Meinung nach zwei Gründe. Und beide haben sich während der letzten 2 Jahre noch weiter verschlimmert. Deswegen lasse ich dies erstmal außer Acht und spreche eher im Allgemeinen darüber. Erstens der offensichtliche Grund. Ein Thema, das so komplex ist, dass es ein eigenes Video verdient. Heute schneide ich dieses Thema nur kurz an und werde es versuchen, in einem weiteren Video so gut wie möglich zusammenzufassen. Aber um das zu schaffen, muss ich, vor allem da es viel um Statistiken und Daten geht und ich da wirklich nichts Falsches sagen will, erstmal ein paar Tage weiter recherchieren. Es ist klar, worum es geht. Das Bildungssystem. Genauer, ein schlechtes, veraltetes
Bildungssystem. Auch das, was wir bei uns in Deutschland haben, ist nicht unbedingt das Gelbe vom Ei. Und es ist in vielen Hinsichten nicht an unsere heutige Zeit und die Realität der Welt, in der wir heute leben, angepasst. Aber hier in den USA ist das Ganze, denke ich, noch problematischer. Unter anderem, dass der Zugang zu guter Bildung hier keine Selbstverständlichkeit ist, sondern ein Privileg. Und dass die zunehmende Privatisierung von Schulen hier immer mehr dazu führt, dass nur ein gewisser Anteil der Bevölkerung wirkliche Chancen hat, eine gute Bildung zu genießen. Denn diese gibt es hier. Wie schon erwähnt, viele der besten Universitäten der Welt befinden sich hier in den USA. Und auch viele der 35.000 Privatschulen in Amerika haben ein Spitzenniveau. Das Problem ist eben, dass es für viele unmöglich ist, daran teilzuhaben, weil es extrem teuer ist. Studieren an manchen dieser guten Universitäten kann bis zu $80.000 im Jahr kosten. Und das gleiche gilt für manch eine private Highschool, die im Schnitt $16.000 im Jahr kosten. Nicht Universitäten, Schule. Jetzt versteht ihr vielleicht, warum in vielen Hollywood-Serien und Filmen Eltern, die in eine missliche Lage geraten und plötzlich ganz viel Geld von irgendwo brauchen, oft ganz erschüttert die Ersparnisse plündern müssen, die für Klein Steve und Ashleys College-Bildung gedacht waren. Aber privat heißt auch nicht immer gut. Nur weil eine Schule viel Kohle hat, heißt es nicht, dass diese gute, unbeeinflusste, weltoffene Bildung liefert. Die Frage ist eben auch, wo das Geld herkommt. Auch wenn es gewisse Grundregeln für Privatschulen gibt, kann es passieren, dass an manchen dieser Schulen doch eine sehr voreingenommene Weltanschauung gepusht wird. Und zum Beispiel eine sehr einseitige Sicht auf die Geschichte der Welt und vor allem die Geschichte der USA unterrichtet wird. Was eben das Potenzial hat, die Gedanken der Heranwachsenden für immer zu beeinflussen. Das gleiche kann passieren, wenn die Kinder zu Hause unterrichtet werden. Mit Homeschooling, was auch je nach Kind was Gutes sein kann. Jedes Kind ist und lernt nun mal unterschiedlich. Und dass das nicht beachtet wird, ist eben eins der Probleme unserer Schulsysteme. Aber Homeschooling, was hier Millionen von Kindern bekommen, kann eben auch zu Problemen und einseitiger Darstellung gewisser Themen führen. Auch ist das Schulsystem wie in Deutschland extrem veraltet. Es besteht ein extremer Fokus darauf, gute Ergebnisse bei den vielen standardisierten Tests zu erzielen. Das klingt erstmal gut, es kommt aber darauf an, wie. Es ist so wichtig, dass die Lehrer teilweise zu Drill-Instructoren werden. Pures, oberflächliches Lernen, geballter Fakten, die nach dem Test sofort vergessen werden, wird belohnt. Effektives Lernen, eine gesunde Lernumgebung und das Aneignen von langfristigen, lebensrelevanten Wissen wird vernachlässigt. Öffentliche Schulen, die immer noch von 75% der amerikanischen Heranwachsenden besucht werden, haben immer weniger Geld zur Verfügung, sodass auch Lehrer dort unglaublich schlecht bezahlt und behandelt werden, was zu einer Kette von Folgen führt, die sich natürlich am Ende auf die Schüler ausübt. Aber dazu mehr dann im weiteren Video. Ich habe jetzt schon wieder viel mehr darüber geredet, als ich wollte. Also Fakt ist, das System ist an vielen Stellen verbesserungsbedürftig. Vor allem, wenn es darum geht, gute Bildung für Kinder aus Haushalten zu schaffen, die sich keine teuren Privatschulen leisten können. Aber jetzt möchte ich noch zum zweiten Grund kommen, der, glaube ich, von vielen übersehen wird. Geografische Isolation. Limitierte Möglichkeiten zu reisen und andere Länder und Kulturen kennenzulernen. Und da gibt es auch wieder ein Vorurteil, dass Amerikaner alle nicht reisen und immer nur in ihrer Blase leben wollen. Und das stimmt sicher für manche ein. Aber im Großen und Ganzen ganz sicher nicht. Das Problem ist, dass es aufgrund der Lage und Größe des Landes und ein Fehlen von Zeit und Mitteln für viele Amerikaner extrem schwer ist, andere Länder zu besuchen. Ich persönlich denke, ein wichtiges Mittel, um seinen Horizont zu erweitern und andere Sichten auf die Welt kennenzulernen und zu verstehen, ist Reisen. Und wir in Deutschland haben, was das betrifft, ein unglaubliches Privileg. Erstmal wegen unserer Lage. Zentraler geht es kaum.
Egal von wo in Deutschland, in nur 2 bis 4 Stunden Flugzeit kann man über 30 Länder erreichen, die sich alle in Kultur, Sprache, Menschen extrem voneinander unterscheiden. Wenn man 2 Stunden von so gut wie jedem Ort in den USA abfliegt, ist man zu großer Wahrscheinlichkeit immer noch in den USA. Und in 2 bis 4 Stunden ist man maximal in Kanada oder Mexiko. Und eins davon unterscheidet sich von den USA so sehr wie Österreich von Deutschland. Also nicht extrem. So gut wie jeder, mit dem ich hier ins Gespräch komme, sagt als erstes, nachdem ich erzähle, dass ich Deutscher bin: "Oh cool, ich wollte auch immer mal nach Deutschland und Europa sehen." Und stellt mir dann oft die ein oder andere Frage und ist wirklich sehr daran interessiert, wie es denn wirklich so ist, dort wo ich herkomme. Ja, manchmal sind diese Fragen sehr komisch und deuten auf eine schlechte Allgemeinbildung. Aber so ist das dann eben. Da wird das wiedergegeben, was man mal irgendwo, ob bei Freunden, Schule oder vor allem den Medien, aufgeschnappt hat. Wenn man selber nie Dinge mit den eigenen Augen gesehen hat, muss man eben darauf zurückgreifen. Und in manchen Fällen sind diese Informationen eben nicht wahr. So wie viele, die noch nie in den USA waren, auch nicht wissen, wie es hier wirklich ist. Und nicht wissen, dass dieses "So ist Amerika und so sind die Amerikaner" eben totaler Quatsch ist, weil das Land einfach viel zu groß und divers ist. Und um das zu zeigen, dafür ist mein Kanal ja auch ein bisschen da. Viele Amerikaner lieben es zu reisen. Aber mal eben nach Europa, Asien oder Afrika fliegen, ist eben nicht so einfach. Es ist teuer und es braucht Zeit. Und beides hat ein großer Anteil der amerikanischen Bevölkerung nicht. So ein 400 Euro All-Inclusive-Urlaub in ein anderes Land ist eben unmöglich von hier. Und manch einer kann sich alles, was darüber hinausgeht, einfach nicht leisten. Ist ja auch von Deutschland nicht ganz einfach, mal eben Urlaub in den USA zu machen. Aber wenn man das Geld hat, braucht man ja nur noch die Zeit und muss sich ja nur noch Urlaub nehmen. Ein weiteres Privileg, das wir in Europa haben: Urlaubstage. In Deutschland sind 4 Wochen Urlaub gesetzlich vorgeschrieben, also 20 Tage bei einer 5-Tage-Woche, was im Durchschnitt sogar 28 Tage sind. Dazu kommen je nach Bundesstaat 10 bis 13 Feiertage. So hat manch einer gut 40 Tage Urlaub im Jahr. Nun, wie viele Urlaubstage sind denn in den USA gesetzlich vorgeschrieben? 0. Und wie viele vorgeschriebene bezahlte gesetzliche Feiertage gibt es? 0. Ganz genau. Wenn ein Unternehmen hier möchte, kann es seinen Arbeitern keinen einzigen Urlaubstag im Jahr geben. Wenn man sich dann frei nimmt, was möglich ist und ein Recht ist, geht das aber eben vom Gehalt ab. Das heißt natürlich auch nicht, dass in den USA so gut wie keiner bezahlte Urlaubstage bekommt. Aber es ist eben deutlich weniger als in Deutschland. Insgesamt bekommen laut Bureau of Labor Statistics 76% aller Arbeiter des privaten Wirtschaftssektors Urlaubstage in irgendeinem Ausmaß. Also 24% gar keine. Und im Schnitt haben die 76%, die welche bekommen, dann auch nur 10 Urlaubstage und 6 Feiertage im Jahr. Je länger man in einer Firma arbeitet und je nach Position, können die Urlaubstage dann auch stark variieren. Eine Freundin von mir hier arbeitet seit ein paar Jahren mittlerweile in einer guten Position in einer großen Tech-Firma und hat zum Beispiel 25 Urlaubstage im Jahr. Dabei ist das Tragische aber, dass die Urlaubstage sehr ungleich verteilt sind und die, die gut verdienen, im Schnitt sehr viel mehr haben als die, die weniger gut verdienen. In den unteren 25% der Einkommensklassen bekommt die Hälfte der Arbeiter gar keine Urlaubstage. In den oberen 25% bekommen ganze 90% Urlaubstage. Aber selbst da nehmen nicht alle diese wahr. Leistungsdruck, Angst, die Beförderung nicht zu bekommen und Konkurrenzkampf führen oft dazu, dass Amerikaner die wenigen Urlaubstage, die sie bekommen, nicht im Ganzen verwenden. Also ihr seht nun, warum viele Amerikaner selten oder nie große Reisen antreten. Was dazu beiträgt, dass ein engeres Weltbild bei dem einen oder anderen entsteht. Viele haben einfach nicht die Möglichkeit dazu. Oder es ist möglich, aber zu aufwendig, sodass das bisschen Interesse daran
dann auch flöten geht und es eben nicht gemacht wird. Es heißt auch oft, Amerikaner geben ihr Geld lieber für Dinge aus und Deutsche eher für Erlebnisse und Reisen. Und das ist vielleicht unter anderem auch eine Erklärung dafür, wie diese Aussage zustande kam. Da wird eben lieber ins Haus investiert, ein neues Auto gekauft oder für die Bildung der Kinder gespart. Und wenn gereist wird, passiert es meist mit dem Auto. Sprit ist hier sehr viel günstiger, oft ist eben nicht allzu viel Urlaubszeit da und so kann man preiswerter einen schönen Urlaub machen. Denn das Problem ist eben auch, das Land ist ein Himmel für Roadtrips. Die USA sind unglaublich schön. Und von 20.000 Kilometer Küste, riesigen Gebirgen, atemberaubenden Seen, 419 Nationalparks, interessanten, einzigartigen Städten und ganz einfach endlosen Weiten von unterschiedlichsten Arten an Natur hat dieses Land sehr viel zu bieten. Theoretisch kann man hier sein ganzes Leben Urlaube machen und immer wieder was anderes sehen. So seht ihr, dass es einige Parallelen bei den Problemen gibt, was Möglichkeiten, gute Bildung zu bekommen und zu reisen betrifft. Beide wirken sich vor allem auf die Working Class aus. Und klar, die Schuld liegt nicht immer nur am System. Es gibt so etwas wie Eigenverantwortung und jeder hat die Möglichkeit, dank des Internets und Büchern sich weiterzubilden. Aber dazu muss man sich dann erstmal motivieren oder überhaupt auf den Gedanken kommen. Und wenn man so schon genug Probleme und Sorgen hat, dann passiert das eher weniger. Es wird einem Teil der Bevölkerung hier in den USA auf jeden Fall nicht einfacher gemacht. Ja, es gibt Leute, die sich nicht im geringsten dafür interessieren, was sich hinter den Grenzen Amerikas abspielt und denken, Amerika ist das Beste in allem. Aber ihr wisst jetzt ein wenig, wie dieses Mindset eben zustande kommt. Es gibt auch viele Leute, die sich sehr dafür interessieren, wie das Leben auf der anderen Seite der Teiche so ist und einfach noch nicht die Möglichkeit hatten, das selber zu erleben. Und diese freuen sich sehr darüber, wenn ihr hier zu Gast sein solltet, davon berichten könnt. So, ich hoffe, das hat das alles etwas klarer gemacht, ist ein komplexes Thema und ich stelle auch nicht alles immer perfekt dar. Deswegen gerne sollten von euch Leute hier in den USA leben und irgendwie Erfahrungen zu diesem Thema gemacht haben, bitte, bitte, bitte teilt diese Erfahrungen wie immer. Es ist immer gut, mehrere Blickwinkel auf ein Thema zu haben. Naja, dann mal vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt gerne einen Daumen nach oben und abonniert, wenn ihr es noch nicht getan habt. Ja, bitte abonniert. Ich habe mir das Ziel gesetzt, bis zu meinem Geburtstag am 16. März die 100.000 Abonnenten zu knacken. Und momentan sieht es nicht gut aus. Die Zahlen steigen immer langsamer und wenn es so weitergeht, werde ich das nicht schaffen. Also, abonniert. Ihr dürft dann nach dem 16. März wieder deabonnieren. Nein, bitte nicht. Aber ja, wenn euch die Videos gefallen, abonniert. Ansonsten lohnt sich wahrscheinlich nicht für euch. Also, dann mal vielen Dank an alle Patreon, vielen Dank an alle YouTube-Mitglieder und an alle PayPal-Donationen und vielen Dank an alle, die im letzten Livestream dabei waren mit Bill aus Leben USA. Es war wirklich richtig cool mit euch, hat richtig Spaß gemacht. Nächstes Video, Mexiko, Tijuana, die gefährlichste Stadt der Welt. Einen Tag haben wir diese Stadt besucht. Bis dahin, ich wünsche euch noch einen, was ist denn jetzt, Donnerstag, also noch eine schöne Restwoche und ein schönes Wochenende und Peace.